Wir sind Piet und Sonja. Seit nunmehr 5 Jahren besuchen wir besondere Orte und Lost Places und teilen unsere Erlebnisse mit euch auf YouTube. In diesem Video nehmen wir euch mit auf unsere große Reise in die Toskana. Besucht mit uns die versteckten Perlen der Region. So beginnt für uns am letzten Schultag die Reise in eine der schönsten Regionen des Landes und es liegen abwechslungsreiche 2 Wochen vor uns, die zugleich die heißesten der letzten Jahre werden sollten. 15 Stunden und 1300 Kilometer später erreichen wir unser Domizil, welches schöner nicht sein könnte. Und nach etwas Eingewöhnungszeit zieht es uns zum ersten Ausflugsziel, welches uns als Geheimtipp in den sozialen Medien begegnet ist. Nach einer kurzen, aber schweißtreibenden Wanderung erreichen wir die Überreste eines ehemaligen Staudamms, der sich uns idyllischer nicht hätte präsentieren können. So, der Staudamm, der war jetzt gar nicht so, wie wir uns den vorgestellt haben. Da sollte eigentlich ein großer Wasserfall sein und das ist jetzt leider nur so ein ganz kleines Rinnsal gewesen, weil es einfach zu trocken ist. Aber wir haben jetzt noch eine schöne Stadt auf dem Rückweg gefunden, San Gimignano, und da gehen wir jetzt mal hin. In den letzten Jahren sind wir schon öfter in Italien gewesen. Doch hatten wir nie wirklich Zeit, um die Schönheit einer mittelalterlichen Stadt zu genießen. Doch wenn ich mir heute die Bilder betrachte und sich die Erinnerung in mir ausbreitet, stelle ich mir die Frage, warum nicht schon eher? Hat sich gelohnt, oder? Jetzt, wo Lotta zufrieden ist, können auch wir das bunte Treiben auf uns wirken lassen. Und manchmal sieht man Dinge, die einfach zum Zauber des Augenblicks beitragen. Ja, das ist der Dom hinter uns und wir
wollten ja eigentlich zum Platz mit der Zisterne. Also weiter geht's. So vergeht der Tag und die Nacht wirft ihr Tuch über die Stadt. Das bekommen wir gar nicht mit, denn wir sind total verzaubert. Selten hatten wir als Familie einen so sorglosen und entspannten Abend wie in der kleinen Stadt San Gimignano. So bleibt uns noch der Weg zum Auto, welches vor den Toren der Altstadt auf uns wartet. Auch Krümel kann und will nicht mehr so richtig und lässt sich tragen. Vielleicht wollte er aber auch nicht zurück. Wer weiß das schon? Das war schön. Jetzt noch ein Wasser und dann ab nach Hause. Nach ein, zwei Tagen des süßen Nichtstuns haben wir wieder Lust auf einen Ausflug und Sonja tauscht die Hängematte mit Lotta, da diese keine Lust hatte mitzukommen. Es zieht uns ins Valle del Diavolo. Was wahrscheinlich die wenigsten von euch wissen, ist, dass sich ein ca. 200 Quadratkilometer großes, geothermisches, aktives Gebiet in der mittleren Toskana befindet. Wenige hundert Meter unterirdisch bringt vulkanisches Magma das Grundwasser zum Kochen und stößt es unter gewaltigem Druck an die Erdoberfläche, wo es in rhythmischen Dampffontänen herausschießt. An anderen Stellen tritt kochendes Wasser brodelnd aus und bildet große Schlammpfützen. Dieses Gebiet ist seit der Antike bekannt und beherbergt seit 1905 eines der größten Erdwärmekraftwerke weltweit. Der Name des Gebiets geht auch auf das Mittelalter zurück. Eine Stelle in Dantes erstem Buch der göttlichen Komödie Inferno beschreibt den Dampf, den die Erde in ihrem Bauch hat. Das Zischen der Dampffontänen, das Blubbern und der Schwefelwasserstoffgestank der schlammigen Tümpel mögen den Dichter inspiriert haben. So hat man sich ihn in jenen Zeiten vorgestellt. Den Eingang zur Hölle. Und wir durchschreiten jetzt die Pforten. Wir sind mittlerweile im geothermischen Park. Und wir sind total bescheuert eigentlich. Wir bleiben tagsüber drin, weil die Hitze echt bestialisch ist, also sehr brutal. Und ja, dann suchen wir uns hier abends welche, wo dann die Hitze aus dem Boden kommt. Das merkt man auch richtig. Und es stinkt. Und es stinkt, ja, richtig. Also fast so wie im Zimmer unseres Großen. Nach Schwefel? Bei Jan? Von hier oben hat man einfach einen herrlichen Blick auf die Stadt. Durch das Tal des Teufels führt übrigens ein Rundwanderweg. Und
je mehr wir uns dem Ausgangspunkt nähern, umso schlimmer wird der Gestank. Ich gönne mir noch eine letzte Nase und dann machen wir uns zurück auf den Weg zum Auto. Doch auf dem Weg macht Sonja noch eine Entdeckung. Komische Eichen hier, ne? Erkennt man gar nicht. Und so begeben wir uns zurück in unser Feriendomizil, um Lotta einzusammeln. Denn wir haben von einem Ort gehört, an dem man einmal den Sonnenuntergang erleben muss. Und ja, das ist sowas von wahr. Der Weg nach Hause war geprägt von Vorfreude, denn es standen zwei weitere Highlights auf dem Programm. Und auf eines davon freute Lotta sich schon seit einigen Tagen. Und ich gebe zu, ich auch. Mit weichen Knien und frischen Klamotten geht es für uns weiter. Das nächste Ziel verbirgt sich hinter diesen Büschen. Nachdem wir uns einen Parkplatz gesucht haben, mussten wir noch kurz abkühlen. Denn das Thermometer hatte wieder einmal die 40-Grad-Marke geknackt. Na, das genießt er, ja? Ja, endlich Frischluft.
Die mittelalterlichen Mauern, die den Ort umgeben, sind noch sehr gut erhalten. Sie dienten damals vor allem dem Schutz vor Piraten. Die Burg selber wurde am Anfang des 15. Jahrhunderts von Jacopo II. Appiani gebaut und im 18. Jahrhundert restauriert. Ein Rundgang durch die Gassen führt auch zum Turm der Festung, von dessen Spitze aus man einen Rundumblick auf das Meer bis hin nach Elba und auf das toskanische Festland hat. Besucher der Stadt brauchen nicht wirklich viel Zeit dafür einzuplanen. Innerhalb kürzester Zeit hat man wirklich alles gesehen. Doch ein wenig shoppen mussten wir auch. So viel Zeit musste sein. Was hast du denn da? Sonja hatte sich den Hut übrigens nicht gekauft, weil sie ihn so mochte. Es war nur so gnadenlos heiß und die Gefahr eines Sonnenstichs nicht abwegig. So. Doch unser persönliches Highlight kommt jetzt. Eine versteckte Bucht am Golf von Barati. Weit die Straße hinunter kam endlich die Abzweigung, die uns durch ein unwegsames Gelände schickte. Eigentlich sind wir auf dem Weg an den Strand, an einen wilden Strand, wo man auch mit dem Hund hin darf. Und hier sind wir noch vorbeigekommen an einem Grab, welches ja noch aus den Zeiten der Etrusker stammt, also noch lange, lange, lange vor den Römern. Diese Gräber werden auch Nekropolen genannt. Da sind einige von in der Umgebung zu finden. Doch wir waren ja da, um endlich auch mal das Meer zu sehen. Und uns trennten nur noch wenige Schritte. Zeit verging wie im Flug und schon bald geht es an den Rückweg. Das Auto hatten wir bereits vor Stunden abgestellt und bei dem Gedanken an den zu erwartenden Preis wird mir ganz anders. Und mit allem hätte ich gerechnet, aber damit nicht. 4,50 Euro. Auf dem Weg nach Populonia sind wir an einer kleinen Bucht vorbeigekommen. Sonja ist guter Dinge, dort eine Krabbe vor das Objektiv zu bekommen. Und tatsächlich entdecken wir sogar welche. Doch sobald man sich ihnen nähert, sind die Biester schneller weg, als man gucken kann. Das findet sogar Krümel doof und rettet den Abend mit einem zuckersüßen Foto. Nach einem entspannten Tag zog es uns am Abend nochmal in unsere unmittelbare Umgebung. Hier befinden sich die Überreste einer Therme, die schon im Mittelalter von Leprakranken aufgesucht wurde, da sie sich Linderung ihrer Beschwerden durch das schwefelhaltige Wasser erhofften. Und nach nur wenigen Schritten taucht sie vor uns auf. Zeit für ein Fußbad. Kann ja nicht schaden. Ja.
Hier sind wir jetzt in dem bekanntesten Raum und das ist das Thermalbecken. Hier ist der Brunnen, wo immer noch das Thermalwasser rauskommt. Das fließt dann hier in das Becken. Und hier fließt es dann runter und sammelt sich wahrscheinlich unten im Fluss. Und hier wurde schon im 13. Jahrhundert gebadet. Das Wasser hat Schwefel und die Leute haben gehofft, damit ihre Lepra oder andere Krankheiten heilen zu können. Lepra habe ich jetzt nicht, aber ein paar Mückenstiche. Probieren wir es doch mal. Falls es euch interessiert, die Stiche juckten weiterhin. Der Gang gehört übrigens zu einer spätmittelalterlichen Herberge und führt zum Thermalbecken. Das Gebäude selbst war aber unerreichbar. Doch ein paar Gäste beherbergte es dennoch. Hier sieht man es nochmal von außen. Hier ist der Durchgang. Oft bedient man sich ja der Phrase, dass die Natur sich alles zurückholt. Ich glaube aber, dass sie in diesem Fall mit der Ruine eine Symbiose eingeht. Auf jeden Fall wirkt die Szenerie sehr malerisch. Nach dem Besuch dieses Kleinods erzählten uns unsere Gastgeber von einer anderen Therme, die ihresgleichen sucht. Ja, so ist das hier gegen die Hitze. Nasses Handtuch auf die Rübe und alles ist gut. Ja, genau, Lotta. Wir sind jetzt auf dem Weg zu den heißen Quellen. Da drin kann man auch baden. In der Hitze? In der Hitze, ne, sich richtig abkühlen. Aber eben haben wir eine tolle Sache erlebt. An dem Parkplatz muss man Geld bezahlen und es war nicht so ganz klar, wie viel. Und dann hat er hier unsere Karte auch nicht haben wollen und hat nur Münzgeld geschluckt, und zwar 5 Euro. Wir hatten aber weniger als 5 nur. Da hat uns tatsächlich einer 2 Euro in die Hand gedrückt und geschenkt. Also das war total lieb, weil ich weiß nicht, wie wir es sonst gemacht hätten. Und ihr ahnt nicht, was wir sonst verpasst hätten. Solch einen Ort kann sich nur die Natur ausdenken. Denn außer dem Häuschen, welches früher einmal eine Mühle war, ist hier nichts von Menschenhand erschaffen worden. Wirklich beeindruckend. Das außergewöhnlich blau verfärbte Wasser ist übrigens geothermisch erhitzt und war trotz der brütenden Hitze recht angenehm. Hätte ich nicht gedacht. Und wenn es am schönsten ist, soll man gehen. Memo an mich, das nächste Mal unbedingt Badeschuhe mitbringen. Und wer wollte sie nicht? Zu Hause angekommen, lassen wir den Abend noch gemütlich mit einem Lambrusco ausklingen, bevor es morgen nach Volterra geht. Ja, dann zeig das nochmal. Dein Pikachu-Hut. Ja. Genau. Und ich würde sagen, wir lassen den Abend ausklingen beim Gläschen Lambrusco. Die anderen beiden trinken Wasser. Nein, Cola. Cola, Entschuldigung. Und ich würde einfach sagen, auf euch. Jetzt tue ich was machen, das funktioniert nicht. Dieser Gang trennt uns von der zauberhaften Altstadt Volterras.
Volterra kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Bereits im 4. Jahrhundert vor Christus entstand der Ort aus der Verbindung mehrerer kleiner etruskischer Ansiedlungen, deren Bestand bis ins 7. Jahrhundert vor Christus zurückverfolgt werden kann. Zu dieser Zeit bauten die Etrusker eine 7 Kilometer lange Ringmauer und nannten die nunmehr vereinigte Stadt Velatri. Ihre hohe Lage machte sie zu einer starken Festung. Im Ersten Bürgerkrieg, 79 vor Christus, hielt sie einer zweijährigen Belagerung stand, bis sie eingenommen werden konnte. Aus römischen Zeiten stammt auch noch dieses Theater. Guck mal, wir gucken runter, ne? Was denn, dass wir runterkommen? Wir schlendern noch ein wenig durch die Gassen und lassen uns vom Charme dieser Kleinstadt gefangen nehmen. Tja, stehen keine Preise dran. Gucken wir mal. Oh, hier. Langsam neigt sich der Tag dem Ende zu und der Abschied aus der malerischen Region rückt verdächtig nah. Und während wir uns auf den 15 Stunden langen Weg nach Hause machen, verabschieden wir uns mit den schönsten Bildern aus der schönsten Region Italiens.